Boah. Guten Abend. Nabend. Dankeschön. Wie geil. Ja, pass auf. Ich bin vielleicht ein bisschen overdressed. Mag sein, ne? Aber ich hatte so ein Bedürfnis, nach diesen 4 Monaten zu Hause endlich mal aus der Jogginghose rauszukommen, in die ich quasi reingewachsen bin. Also ich habe, deswegen habe ich gedacht, ich mache mich mal schick. Also, und es ist auch, ja, ja, ne? Hör mal. Und es kommt Luft rein. Das ist in meinem Alter auch sehr angenehm, dass da unter der Tapete so, kommt, ne? Wollen wir nicht so privat werden. So, und jetzt, bevor wir anfangen, ihr Lieben, also ich muss fürs Fernsehen muss ich die Veranstaltung ansagen. Also da muss ich noch so ganz offiziell gleich, machen wir alles, machen wir gleich zusammen. Und zwar heißt diese Veranstaltung zum Lachen ins Revier. Da, ja, genau so, genau so habe ich auch geguckt. Ne? Also deswegen wollte ich erstmal kurz mit euch darüber reden, wie ich das finde. Ich finde das schwachsinnig. Also, pass mal auf, wenn du woanders bist und die Leute fragen dich, wo kommst du her? Da sagst du doch wahrscheinlich aus dem Ruhrgebiet, oder? Was sagst du? Aus dem Pott? Nee, aber wenn man so ein bisschen die Leute beeindrucken will, dann sagt man doch eher so. Ich meine, Ruhrgebiet ist ja schon ein blöder Name. Das ist so unromantisch, aus dem Ruhrgebiet. Und das liegt in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es Ecken, die heißen Ostwestfalen-Lippe. So unromantisch ist das. Andere heißen Bayern, Thüringen, Hessen. Weißt du, das sind Stämme. Wir sind Ruhrgebiet. So, das finde ich schon doof. Aber Revier geht gar nicht. Also Revier, das verbinde ich mit Zuhältern und Hunden. Und da habe ich... Weder mit dem einen noch mit dem anderen stehe ich irgendwelchen. Also jetzt wisst ihr, wie ich das finde. Und ich habe den Eindruck, ihr findet das auch so. Und das hat sich ein Kölner ausgedacht, mit Sicherheit. Ja, sicher. In Köln, die haben ein Bild vom Ruhrgebiet. Das ist, glaube ich, von 1990. Und seitdem haben die auch nichts mehr dazugelernt. Komm, ist egal. Zum Lachen ins Revier. Dann sage ich das jetzt. Also ich komme jetzt nochmal rein und sag das dann. Und dann sag ich noch in Hattingen in der Henrichshütte, so sage ich noch. Und dann findet ihr das gut. Nachdem wir das jetzt untereinander aber geklärt haben. Okay? Dann machen wir das jetzt. Also, ich tue noch mal so, als wenn ich käme, ne? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zum Lachen ins Revier in Hattingen, in der Henrichshütte. Voila! Yeah! Super! Ja. Ja. Da geht doch, ne? Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also, du stehst mir im Publikum. Ich sehe die Leute nicht. Danke. Das ist aber jetzt ein bisschen nah auch, ne, finde ich. Ja, guck, jetzt bin ich bin ja quasi eine Hofnärrin ohne Hof. Also jetzt, ja, so komme ich mir vor. Ich habe jetzt faktisch Berufsverbot, ne, also seit 4 Monaten. Und schön ist das nicht. Es ist jetzt das erste Mal tatsächlich für mich seit 4 Monaten, dass ich vor echten, lebenden Menschen hier völlig overdressed irgendwas erzähle. Ja, ja, also es war ja so, mein größtes Problem die ganze Zeit war, wohin mit dem Mann? Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, also ich halte den Mann ja normalerweise im Garten. Ja, das ist alles mit Amnesty, alles in Ordnung, ne? Und er hatte sich im Februar, hatte der sich schon so zurechtgeruckelt, hat ja schon mal die Gartenhose, passte nur so eben, so. Und da habe ich gedacht, ja, bald ist es wieder soweit. Und dann kam Corona. Ja, pass auf, da bin ich natürlich zu Hause geblieben. Aber ich bleibe doch nicht zu Hause irgendwie die ganze Zeit und bin dann indoor. Nein, ich bin im Garten. Merkst du selbst jetzt, ne? Wo soll der Mann dann hin? Wenn ich im Garten bin, kann er ja nicht auch im Garten sein. Ich meine, entschuldige, also meine Damen, dieses, egal ob ihr jetzt Beziehung oder Ehe, aber mit dem Mann, das ist doch ganz anders geplant.
Da war doch nie so gedacht, dass wir so, also so lange mit denen, also so die ganze Zeit, dass man die so an Hacken hat. Nein, es war ja alles geklärt. Du hattest ja mit dem Mann, du hattest Social Distance, Emotional Distance, Rasierwasser Distance, dann After 5 Bier Distance, dann noch Dekoration in the House, No-Go Distance. Also du hast mehr Distances gehabt, als dass der auf der Couch darf. Ne? Nein, das ist, also man fragt sich, ich habe mich in diesen 4 Monaten jetzt zu Hause, ich habe mich auch echt gefragt, habe ich so geguckt, denke ich, warum? Was ist passiert? Ne? Soll ich euch sagen, ihr wisst es ja selber, es war wohl Liebe. Also ja, damals, am Anfang. Ne? Aber heute weiß ich, es war ein hormoneller Fehlalarm. Ja, muss ja. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Ihr Jungs, ihr haltet es für selbstverständlich, ne? Dass die Frauen sich in euch verballern. Ne? Ihr denkt, ich bin so ein toller Hecht. Oh, bam. Ja, und im ersten Moment war das auch so. Also ich habe den gesehen und habe gedacht, boah, geil. Verballert. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass ich den mein Leben lang an Haken haben will. Ja. Und es gibt ja, wenn du so eine Beziehung hast mit einem Mann, es gibt ja ganz klare Regeln. Also die erste Regel ist, normalerweise, der Mann ist auf Arbeit, die Frau hat Zeit für sich. Zweite Regel, der Mann stirbt früher, die Frau hat schon wieder Zeit für sich. Und dazwischen gibt es eine schwierige Phase, das ist die Rente. Ne? Ja, da sind die anderen beiden Regeln irgendwie. Und Quarantäne, also wir bleiben alle zu Hause, ist ja so ähnlich wie Rente. Da muss sich die Frau, also hier besonders die, die verheiratet sind, da müsst ihr euch mal an euer Gelübde erinnern. In guten wie in schlechten Tagen. Dumm gelaufen, vor allen Dingen schlechte Tage, verstehst du? Da musst du dem rentierten oder quarantänten Mann, du musst dem einen Sinn in sein Leben irgendwie, ne? Du musst dem klare Anweisungen geben, habe ich gemacht mit meinem. Erste Anweisung habe ich gesagt, bau ein Hochbeet. Nicht, dass ich eins bräuchte, aber die anderen Kolleginnen, also haben mir ja alle erzählt, Hochbeet bauen, super. Also, ne, Hochbeet bauen, der musste ja erstmal recherchieren, wie geht Hochbeet, dann musste der los. Und also 3 Wochen hatte ich den von der Backe. Jetzt habe ich die scheiß Hochbeet da stehen. Ne? Weiß gar nicht, was ich da reinschaue. Ich esse keinen Salat, ich mache den nicht. Also gut, nächster Auftrag war, im Schlafzimmer sage ich, hier wäre doch ein Wandschrank schön. Hat er dann auch gemacht. 3 Wochen, wir haben den hässlichsten Wandschrank ever. Aber der Mann hatte was zu tun. Also das war auch sehr gut. Dann hatte ich noch eine Bekannte, die hat einen alten, kranken Baum im Garten. Habe ich dem Mann gesagt, hau den Baum weg. Also es lief stockend, aber... Ich sag mal, alle Tätigkeiten, die nur in enger Zusammenarbeit mit einem Baumarkt ausgeführt werden können, die sind super. Das läuft. Andere Sachen wie Spülmaschine ein- und ausräumen, bügeln oder so, ne, Wäsche aufhängen, Wäsche waschen, ne, das geht alles, sind keine gute Ideen. Nein, nein, es ist der Baumarkt für Männer, ist wie die Kita für Kinder. Grandios. Aber Kinder, ne, ist auch so ein Kollateralschaden von Corona. Ja, haben ja auch viele Eltern nicht mitgerechnet, dass sie jemals so viel Zeit mit den eigenen Kindern verbringen müssen. Ja, dumm gelaufen, ne? Ich kenne ein Bekannter von mir hat gesagt, dass seine, ich weiß nicht, 3- oder 4-jährige Tochter, die hätte irgendwann zu ihm gesagt, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Ich kann das gut verstehen. Das beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit. Ne? Auf jeden Fall, ich habe den Mann morgens um 10 im Baumarkt abgegeben. Dann hat er sich mit den anderen Jungs da getroffen. Ne? Die haben dann so schon mal so ein bisschen ihre Yippie-Ja-Ja, Yippie-Yippie-Ja-Projekte besprochen. Und dann haben sie, ich weiß nicht, vielleicht haben sie was gebastelt. Oder haben mal eine Zange geguckt. Oder einer hat mal gesagt, guck mal, der Hammer, ne? Und dann hat er zu dem anderen gesagt, boah, fass mal den Hammer an. Dann hat der andere mal den Hammer angefasst und boah. Und dann haben sie sich zusammen diese Baumarktpornos angeguckt, weißt du?
ja, diese Filme, wo den am Baumarkt, im Baumarkt erklären, wie das alles geht. Interessanterweise ist es oft in diesen Baumarktfilmen so, dass es eine Frau ist, die diese Dinge da, ne? Und dann stehen die Jungs da. Hör mal, eine Frau, also bitte dich, wenn die das kann, ne? Ne, von wegen. Die kriegen das nicht hin, die Jungs. Ist aber auch nicht schlimm, müssen sie nicht. Hauptsache, sie reden drüber, ne? Aber ohne Baumarkt, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Also wenn unser Herr Laschet, so ein Name ist doch kein Zufall, oder? Ich weiß nicht. Das, was er wirklich super gemacht hat, seine beste Entscheidung war, die Baumärkte nicht zuzumachen. Sonst, ich weiß nicht, was passiert wäre. Vielleicht Bundeswehr. Kramp-Karrenbauer als Jeanne d'Arc an der Spitze der Truppe Baumärkte wieder öffnen. Ja, also es war alles gut. Zu Hause habe ich das dann auch geregelt. Es gibt einen Hobbykeller. Welches Hobby ist mir egal, Hauptsache Keller. Und die Regeln sind auch klar. Also im Hobbykeller Maske ab, in meinem Bett Maske auf. Ja, das sind ganz neue Erfahrungen. Das ist interessant. Ich muss dann immer an dieses Kind denken. Ne? Ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Nein, aber das ist nur bei mir so. Bei anderen Frauen ist es vielleicht anders, ne? Die andere Lösung. Ja, die Frauen. Ich habe mich in diesen 4 Monaten wirklich gefragt, wo die ganzen Frauen geblieben sind. Ich habe ein bisschen auch in der Öffentlichkeit die Frauen vermisst. Also natürlich die Pflegekräfte, ne? Also die Pflegerinnen, die Kassiererinnen. Die waren natürlich da, die waren ja an der Front, sag ich mal, sind sie immer noch, irgendwie. Und die waren ja auch systemrelevant. Ich meine, die waren schon immer systemrelevant, aber jetzt haben es mal alle gemerkt. Das ist irgendwie das Gute an diesem Virus, dass so vieles, was irgendwie scheiße läuft, jetzt sehr, sehr klar wird. Ne? Aber diese Pflegekräfte, die mussten sich ja wochenlang so viel Applaus von Balkonen anhören, das muss ja für Jahre reichen. Ja, muss es auch, weil Geld, also mehr Geld ist ja im Moment nicht möglich. Das müssen die ja gerade für was anderes ausgeben. Also Schalke, merkt ihr, dass ich nichts dazu sage? Nein, da werde ich mal kurz klug. Ich sag nichts dazu. Ne? Oder Geld für Tönnies, wer weiß. Oder vielleicht Wirecard, was da sonst noch so kommt. Naja, aber ich habe einen Scherz gehört, den ich sehr gut fand in dieser ganzen Zeit. Da war der Vorschlag, dass man doch die Milliarden, die an die Lufthansa gezahlt würden, dass man die den Pflegekräften, Kassiererinnen und so weiter gibt und dafür auf dem Balkon der Lufthansa applaudiert. Fand ich einen super Vorschlag. Ne? Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, also wenn die ganzen Pflegekräfte jetzt und die Kassiererin, wenn die jetzt nach Mallorca fliegen wollen, ne, mit wem würden die denn fliegen, wenn die Lufthansa? Also merkst du selbst, war eine blöde Idee. Ja, ist klar. Mhm. Aber auch diese ganzen anderen Frauen, die Wissenschaftlerinnen, die Virologinnen, die Expertinnen. Ich habe nur Männer, die mir den Stand der Dinge erklärten. Doch, da war immer eine Frau dabei, nämlich die Gebärdendolmetscherin. Erinnert ihr euch an die Bilder? Wir haben sie ja jetzt wieder teilweise. Da ist immer im Hintergrund ist so eine Frau, die darf nichts sagen, die muss nur dieses Fingerballett machen. Das ist die einzige Frau. Ne? Diese ganzen anderen, die Expertinnen, die weiß ich nicht, wo sind die hin? Sind die im Homeoffice-Vakuum untergegangen oder was? Ich meine, und wenn du dann noch Mutter bist, dann hast du echt die Arschkarte gezogen, verstehst du? Aber das ist die alte Regel, wenn Frauen alles wollen, Kind, Karriere, das ganze Gedöns, dann müssen sie sich auch um alles selber kümmern. Ja, das ist die gute alte Heimarbeit. Ne? Und wenn die schon zu Hause von der Relevanzfläche abgerutscht da zu Hause sind, dann können sie ja direkt auch ein bisschen kochen und putzen und waschen und sich um die Hausarbeiten der Kinder kümmern. Ne? Und trösten, trösten, trösten. Vor allen Dingen dem Mann, damit ihm nicht die Hand ausrutscht, ist klar.
Das sind eben unsere Kernkompetenzen als Frauen. Ne? Krisenfest, empathisch, teamorientiert, risikovermeidend. Verstehst du? Das sind alles absolute Chefkompetenzen. Wir Frauen wären die geborenen Chefinnen. Was machen wir zu Hause beim Trösten und beim Kochen? Ja. Und was machen wir im richtigen Leben mit all diesen Vorzügen, meine Damen? Wir verschenken uns dauernd aus irgendwelchen Gründen, also entweder unterbezahlt oder gar nicht bezahlt oder aus Liebe. Da haben wir es wieder, ne? Aus Liebe, dumm gelaufen, ja. Merkst du, ich reg mich nicht so sehr auf. Ich bleib ganz, naja. Ja, nein, komm, der Gerechtigkeit halber muss man sagen, es gab in diesen schweren Zeiten, die jetzt hinter uns liegen, gab es auch Männer, die zu Hause mal was gemacht haben. Nein, das muss man wirklich sagen. Und ich habe morgens im Park, ich habe ja versucht, jeden Morgen so etwas Ähnliches wie Sport zu machen, aber nicht lange, aber ich habe verschiedene einsame Helden gesehen, die haben keinen Applaus bekommen, die dann mit dem Kinderwagen durch den Park schoben. Ne? Und du hast ihnen angesehen, sie wissen nicht, was sie da tun. Ich hatte, als ich sehr jung war, hatte ich mal Kontakt zu einem Schwaben. Also der war, ne, also, aber dann hat er den Mund aufgemacht. Und da habe ich sofort dieser hormonelle Fehlalarm war sofort beendet. Mein persönlicher Verstand-Lockdown war vorbei. Ne? Habe ich sofort gehört, das geht gar nicht. Also da haben wir Frauen aus dem Ruhrgebiet, wir haben da wirklich eine eindeutige Sprachbarriere. Aber der war so wirklich gut in Form. Der war also, der war aber so langsam. Weißt du, wenn die sich in Villarriba schon aufregen, dann macht in Villabajo ist der Schwabe noch am Spätzle-Schabe. Merkst du? Ja. Da ergibt sich natürlich die Frage, und die können wir mal ganz kurz, wann ist der Zeitpunkt, wann ist so ein Mann am besten? Wir können das ja mal eben ganz vorurteilsfrei klären. Ne? Also da würden mir, glaube ich, die Damen auch zustimmen. Am besten ist der Mann, wenn er schon alles weiß und noch in der Lage ist, es anzuwenden. So, das hätten wir schon mal. Das ist aber sehr selten der Fall. Oft ist es so, er weiß eine Menge, ne? Aber er kann nicht mehr. Oder er weiß, er wusste es mal, hat es vergessen und kann nicht mehr. Oder er hat es noch nie gewusst und jetzt wird er alt und sieht auch noch scheiße aus. Also, ja, das gibt es alles. Ich meine ja nicht euch, also ich mache das in einer allgemeinen Betrachtung, Leute. Ne? Also die Zeit, in der ein Mann alles weiß, also ne, so, und es auch noch körperlich umsetzen kann, das ist im Leben eines Mannes ein ganz kurzer Zeitraum. 2 Wochen. Ja, so sieht's aus. Meine Damen, da ist einfach Timing gefragt, ja? Hingucken, Zugriff, so. Ja, ja, ich habe gedacht, ich lasse euch mal an einer meiner, aus dieser Kiste der unendlichen Weisheiten einfach mal teilhaben. Ne? Na, da kommt er wieder. Ja, aber ich meine damit, da sind natürlich jetzt, da meine ich jetzt nicht, Herrn Zingsheim mit. Also und Ähnlichkeiten mit zufälligen Personen sind auch nicht beabsichtigt. Du machst mich nervös, merkst du das? Ich höre mir zu und denke, ah, du hast Befehle. Das ist ganz schön. Ich weiß nicht, so die Vorstellung, auf mich kommt ein Mann zu und ich sage so, und er macht so, ist was Neues. Wie lange machen wir das Spielchen jetzt? Weil ich mir das gerne... du musst noch ein bisschen hier so stehen bleiben. Ja, okay. Ich werde bekloppt. Guck mal, jetzt ist schon 20:10. Also ich habe nur 10 Minuten und dann muss ich im Bett. Ne, echt, Leute, ich habe in den letzten 4 Monaten, ich bin immer so früh ins Bett gegangen, ganz, ganz anders als sonst, ne? Aber war ja so gesehen auch nichts zu tun.
abends sitzt da der Mann auch, kommt, nein, jetzt, ne? Und ich bin natürlich dann morgens auch sehr früh aufgestanden, weil ich war fertig mit Schlafen. Und ich muss sagen, diese neue Erfahrung der Morgende, das ist ja toll manchmal, ne? Morgens so. Wenn man so, das hatte ich ja früher nicht, da bin ich, habe ich immer gewartet, so bis mittags war, Künstlerin halt. Aber ich bin vor allen Dingen deshalb so früh ins Bett gegangen, damit ich nicht noch was esse. Boah. Und diese Werbepausen mit den ganzen Sachen, die ich gerne mag, ne? Pizza, Nudeln, kleine Praline für zwischendurch, irgend so ein Küchlein, was sich in irgendein Arschloch ausgedacht hat, was du so weginhalieren kannst, weißt du? So, und ich habe dann so gegen 10 kriege ich diesen, da geht noch was, da ist noch wieder, ne? Oder auch Alkohol, da habe ich gedacht, komm, Baby, geh ins Bett. Also, ja, genau deswegen. Boah, echt, habt ihr auch so zugenommen? Nein, das ist eine tolle Antwort. So, jetzt habe ich den Kaffee schon auf, ey, nein. Ja, ich habe auch nicht zugenommen. Naja, beziehungsweise, das ist alles unterm Rock, das geht keinem was an. Das, aber da draußen auf den Straßen, hör mal, da ist jetzt so viel Gewebe, Überschuss. Ja, nennen wir es mal freundlich, das zwingt. Nee, man kann es auch, ich möchte es gar nicht anders. Also da zwingt einiges vor sich hin, ja. Boah, es war echt eine harte Zeit mit dem Zunehmen. Aber wie gesagt, ich habe alles verpackt. Und das andere ist ja auch dieses Älterwerden, also dann wird man ja auch älter. Stell dich nicht wieder zwischen mich und die Leute. Okay. Ne? Und das Älterwerden ist ja an sich schon ein Arschloch, aber jetzt ist man ja auch Risikogruppe. Als junge Frau habe ich so gedacht, ne, so ein Image, so, Achtung, diese Frau ist ein Risiko. Hört sich ja sexy an, aber dass ich mal, wenn ich älter bin, zur Risikogruppe, das habe ich mir anders vorgestellt. So, ich sehe hier einige aus der Risikogruppe. Ja, und bei mir ist es ja so, ich bin ja nicht nur Risikogruppe, ich bin auch noch systemirrelevant. Macht euch mal ein Bild, ne, wie sich das anfühlt. Soll ich sagen, da hilft nur noch Rauchen. Ja, ja. Ich habe im April die Statistiken aus Frankreich gelesen. Welche Statistiken? Dass wesentlich weniger Raucher an Covid-19 sterben als Nichtraucher. So, da war für mich die Sache klar. Ich habe gegen das Virus angeraucht. Und wenn sich jetzt noch Trump anstecken würde, dann wäre mein Weltbild einigermaßen in Ordnung. So. Aber, ja. Das Virus ist schon in gewisser Weise, also manchmal ist es aber nicht, aber meistens nicht gerecht. Es ist, jetzt kommen Insekten, da kann ich gar nicht drauf. Hör mal, tu mal die Kamera weg, fang die Insekten. Ey, egal, war ein Scherz. Nein, ich weiß. Nein, ich habe auch Sport versucht, also da, wo ich diese einsamen jungen Männer mit den Kinderwagen auch gesehen habe. Aber es ist nichts für mich. Also wenn ich Sport mache, ich habe mehrere Minuten Sport gemacht, ich sehe so scheiße aus. Also dann sehe ich wirklich aus wie eine Risikogruppe, ne, wenn ich Sport mache. Nein, und das Schöne ist, ich brauche keinen Sport, habe ich festgestellt. Nee, also Muskulatur aufbauen ist ja lächerlich. Ich habe Muskulatur. Sonst hätte ich ja keine Wadenkrämpfe. Merkst du selbst, was soll denn da krampfen, wenn nicht Muskulatur? Ne? Siehste, lernst du noch dazu. Und wenn ich meine Oberarme definieren will, dann gucke ich bei Wikipedia. Da kannst du alles an Oberarmen definieren, was dir kommt. Und der Rest, dass Frauen in so Kurse gehen, also im Moment ja eher nicht, aber ne, wir erinnern uns, Bauch, Beine, Po. Ich weiß, wo die bei mir sind. Ich brauche da nicht in den Kurs. Die Beine da, wo sie hingehören, und der Rest auch schön auf vorne und hinten verteilt. Gut, nach meinem Schokoladenkonsum in den letzten 4 Monaten ist mein Bauch jetzt eigentlich, wäre ein geiler Arsch. Komischer Applaus. So die brasilianische Version, ne? Und mein Arsch war schon immer ein schöner, flacher Bauch. Also ich habe auch zwischendurch mal in einem dunklen Moment habe ich versucht, die Hose andersrum aber ich kriege den Kopf nicht nach hinten gedreht, Leute.
ja, so sieht's aus. Ne? Mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber kommen wir zu was Schönerem. Also das Schönere ist jetzt wieder diese junge Frau, Sarah Bosetti. Und die schreibt nicht nur Bücher und Geschichten, sondern manchmal, wenn sie gut gelaunt ist, dann schreibt sie für sehr nette Kolleginnen, wie mich zum Beispiel, schreibt sie so kleine Dialoge. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was sie für uns beide für heute Abend geschrieben hat. Sarah Bosetti, bitte. Sarah, ich bin ganz aufgeregt. Was hast du? Ich habe eine Geschichte geschrieben für uns. Ja, ich habe hier, ich habe meine Brille nicht auf. Ich habe eine wunderbare Unterstützerin dabei, Ann-Kathrin. Ich brauche meine Brille, sonst kann ich die gar nicht lesen. Das ist blöd, ich habe das jetzt auch nicht so groß. Ah, so rum. Guck mal, die Unterstützerin kommt. Ah, oh, jetzt ging's heim. Geil. Ich will jetzt immer so einen Mann bei haben, das ist super. Martin, ich merke mir dich. Weißt Bescheid. So, da bin ich. Alles klar? Ja. Jetzt siehst du mich auch erst, oder? Das ist zum Lesen nur, ne? Jetzt. Ja. Ja, ich muss jetzt zum Optiker. Ich brauche so eine, wo du alles mit kannst. Ich habe das schon mal versucht, da bin ich auch fast die Treppe runtergefallen. Gleitsichtbrillen. Habt ihr das auch, dass euch die Treppe dann entgegenkommt? Ich kann gar nicht mit. Ich bin hinterher die Treppe fast gekrochen, damit die aufhört, mir entgegenzukommen. Aber ich brauche sowas. Ich sehe die Schilder gar nicht mehr auf der Autobahn, wo ich rausfahren muss. Ich mache das so nach Gefühl. Was erzähle ich für eine Scheiße? So, jetzt die Geschichte. Eine Geschichte von Sarah Bosetti. Ja, okay. Ich fange an. Ja, da steht S. Das stimmt. Gut. Okay. Guten Tag, ich brauche ein Geschenk. Das ist ja aber eine Bank und wir schließen gleich. Aber ich kaufe meine Geschenke immer hier. Sie haben ja doch dieses, na sagen Sie schon. Geld? Genau, Geld. Das kriegt man ja sonst nirgendwo. Wenn man in anderen Geschäften Geld verlangt, rufen die immer gleich die Polizei. Sie möchten also Geld verschenken? Nein, das macht man doch nicht. Ich hätte gern einen Gutschein. Einen Gutschein? Einen Gutschein, über 100 Euro. Und was soll man damit einlösen können? Na, 100 Euro. Ach, Sie wollen also einen Scheck? Genau, einen Scheck. Und den wollen Sie verschenken? Ja, zu Weihnachten. Zu Weihnachten? Zu Weihnachten, ist für meinen Freund. Für Ihren Freund? Genau, für meinen Freund. Zu Weihnachten? Ja, das machen wir immer so. Sehr romantisch. Ja, nicht wahr? Ich schenke ihm einen Scheck über 100 Euro und er schenkt mir einen Scheck über 100 Euro. Und dann? Dann nehmen wir beide Schecks und buchen ein schönes Hotel am Meer. Ach so, ja, dann ist es ja doch romantisch. Ja, sehr. Er fährt im April und ich meist im August. Ich fahre ja gern im Winter ans Meer. Dann guckt wenigstens niemand. Wann guckt wenigstens niemand? Na, im Winter. Im Winter guckt niemand? Nicht am Strand. Und nicht auf meinen Bikini. Sie tragen im Winter Bikini? Am Strand schon. Unter dem Wintermantel natürlich. Das ist wirklich sehr klug von Ihnen. Ja, es ist sowieso viel besser, im Winter Bikini zu tragen. Wieso? Weil man da dünner ist. Einfache Thermodynamik. Es ist kalt, alles zieht sich zusammen. Es ist auch alles viel fester, wenn es ein bisschen gefroren ist. Ja, sag's. Und niemand guckt. Genau, niemand guckt.
Bekomme ich jetzt meinen Scheck? Ihr Scheck, natürlich. Soll ich noch Herzchen dazu malen? Wieso das denn? Ich dachte, das könnte Ihrer Beziehung vielleicht helfen. Möchten Sie nicht das Lächeln auf seinen Lippen sehen, wenn er die Herzchen entdeckt? Ach, ich gucke ihm doch nicht beim Auspacken zu. Wieso denn nicht? Wir nehmen für Weihnachten immer die Schecks von unseren Geburtstagen und feiern in einem Hotel in den Bergen. Ja, das ist doch schön. Ja, er fährt in die Alpen und ich ins Erzgebirge. Vielen Dank. Sarah Bosetti. Danke. Ja, ist gut. Wir haben es ja gehört. Nein, das war ein sehr schöner Abend mit euch. Ich danke dem Uli für seine kleine Affäre und euch. Ihr wart ein super Publikum. Dankeschön. Echte Menschen. Bleibt gesund. Danke.